Frau Dr. Cornelie Kunkert, die Projektleiterin der Kampagne, hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit ihrem Team und allen, die sie dabei unterstützt haben, auf diesen Tag, auf diesen Start der Kampagne hingearbeitet. Sie sehen hier vorne sozusagen ein Element, das gerade gestern Abend noch entstanden ist. Frau Dr. Kunkert wird Ihnen jetzt die einzelnen Bestandteile der Kampagne vorstellen. Sie sehen alle hier heute auch im Raum ausgestellt. Und außerdem wird sie gemeinsam mit Herrn Professor Dr. Olk einen ganz wesentlichen Teil der Kampagnenmechanik, nämlich den Deutschen Engagementpreis, näher erläutern. Frau Dr. Kunkert. Dankeschön. Ja, wie Sie sehen, haben wir uns bereits gestern das erste Mal in die Öffentlichkeit gewagt. Der Nachbau des Logos, den Sie dort auch in der Ecke sehen, stand gestern am späten Nachmittag auf der Wiese vor dem Reichstag, umringt von Engagierten, von Stiftern, von Spendern, von Engagierten aus dem sozialen Bereich, aus dem Migrationsbereich, aus dem kulturellen Bereich, und wir haben gedacht, wir inszenieren das Logo einmal etwas lebhafter für Fotojournalisten, um der Sache schon mal von vornherein am ersten Tag gleich ein fröhliches und ein ermutigendes, engagiertes Gesicht zu geben. Das zunächst wichtigste Kampagnenmodul, was Sie sicherlich am meisten jetzt in der Öffentlichkeit zu sehen bekommen werden, sind unsere Anzeigenmotive. Die sehen Sie auch dort aufgebaut, und ich bin unheimlich froh, dass wir alle Protagonisten, die Sie auf den Anzeigenmotiven sehen werden, auch heute hier sind. In der Runde nach uns kommen Sie hier auf das Podium und werden zu Ihnen sprechen und Ihre Motivation für Ihr Mitmachen erläutern. Ganz wichtig bei der Konzeption dieser Bildmotive war, dass Sie erstens die drei Engagementbereiche abbilden, sprich das Spenden, das Stiften und das Geben von Zeit oder Wissen oder Ideen. Und das ist natürlich auch, dass diese Plakate auch die verschiedenen Themenfelder abbilden. Also es gibt ja Umweltthemen, für die man sich engagieren kann, soziale Themen, kulturelle Themen, Bildungsthemen. Da haben wir versucht, einen kleinen Querschnitt zumindest auch über die Bilder zu transportieren. Der Sportbereich, der Kulturbereich, der Bildungsbereich und der soziale Bereich. Diese Plakate werden Sie auf ungefähr 4000 Plakatflächen in den nächsten Wochen in den großen Ballungszentren sehen. Und natürlich haben wir auch Anzeigen, Freianzeigen, die in den nächsten Tagen und Wochen geschaltet werden. Und wir hoffen somit, wie gesagt, diese Engagierten in die Öffentlichkeit zu bringen und alle zu motivieren, von der Kampagne sich ein Bild zu machen und aufgerufen zu fühlen. Neben ganz klassischen Kampagnenmodulen wie Anzeigen, Plakate, Giveaways sind uns zwei Kampagnenmodule sehr, sehr wichtig, nämlich die, die möglichst auch über den Zeitrahmen der 3 Jahre hinweg wirken und eben weitergetragen werden können. Das ist zum einen das Internet-TV, das Engagement-TV, ein Modul, was sich noch im Aufbau befindet, wo wir großes Zukunftspotenzial sehen, weil es sowohl für die Nutzer als auch für diejenigen, die sich sozusagen dort präsentieren können, ein sehr günstiges und ein sehr modernes Medium ist. Dieses Engagement-TV, was letztendlich dann in den Jahren zu einem vollständigen 24-Stunden-TV-Sender sich entsprechend entwickeln soll, was internetbasiert ist, sprich, dass es jeder auch auf seinem Computer sehen kann, im Internet verlinkt ist, soll sowohl Aufklärung bieten, als auch durch das bewegte Bild eben die vielen verschiedenen Möglichkeiten in Beispielen, in Projekten von Vereinen, von Einzelpersonen, von Stiftungen zum Ausdruck bringen können, wie man sich engagiert, wie man sich einklingt und was dieser große Bereich alles abbildet. Das Engagement-TV ist eingebunden. Was hier eben auch sehr wichtig ist, ist der On-Demand-Bereich. Das heißt, Filme, Beiträge, Interviews, die eingestellt sind. Man muss nicht erst bis Dienstag um 19 Uhr warten oder bis nächsten Montag um 19 Uhr, sondern man kann eben im On-Demand-Bereich viele Beiträge bereits per Internetlink durch Pressearbeit und so weiter verschicken und hat insofern ein sehr interaktives Medium, was diesem Bereich Vorschub leisten soll. Dieses Engagement-TV ist eingebunden in unsere Website. Ich habe Ihnen sozusagen nur mal eine Website mitgebracht. Die Website ist im Prinzip ganz klassisch. Das heißt, sie klärt auf über die Beweggründe, die Hintergründe, die Förderer, die Initiatoren,
zeigt aber auch auf, wie man sich in diese Kampagne einklinken kann, mitmachen kann, wie sie auf lokaler und sektoraler Ebene Partner sucht, wie man Partner werden kann und wie aus dieser Dachkampagne, die wir jetzt hier als im ersten Schritt präsentieren, eben eine nationale auch Projektkampagne werden kann. Das heißt, dass die Kampagne von einer reinen Image-Kampagne weiterwirken kann zu einer Projektkampagne. Und das nächste Modul, was ich Ihnen kursorisch vorstellen möchte, ist der Engagementpreis. Sie sehen, er ist auf jedem unserer Anzeigenmotive, Plakatmotive direkt schon erwähnt, angesprochen. Denn unser Claim heißt ja, 23 Millionen Menschen tun Gutes, aber sie sind dabei nicht zu sehen. Und sie sind dabei nicht zu sehen. Das wollen wir ändern mit dieser Kampagne. Wir wollen die Anerkennungskultur stärken. Wir wollen aber auch dazu aufrufen, dass sich die Menschen fragen, wer in meinem Umfeld rackert sich eigentlich ab für mich? Wer hat meinen Kindern schon mal unentgeltlich Sportunterricht gegeben? Wer kümmert sich zum Glück um meine Schwiegereltern, die leider in Süddeutschland leben und zu denen ich nicht tagtäglich hinfahren kann? Um darauf aufmerksam zu machen und zu überlegen, wer engagiert sich eigentlich tagtäglich für uns, für mich? Diejenigen, die dazu Ideen haben, und ich denke, das werden sehr, sehr viele sein, haben die Möglichkeit, über ein Vorschlagwesen, was sowohl per Karte funktioniert, was Sie da an dieser gelben Box rechts und links sehen, als auch über Internet. Und all diese Vorschläge gehen ein als ein potenzieller Gewinner oder Teilnehmer des Deutschen Engagementpreises. Und damit auch dieser Engagementpreis nicht nur in diesen drei Kampagnenjahren aufgebaut wird und möglichst ruhmreich sich entwickelt, sondern auch nachhaltig ist und wirken kann, haben wir bei diesem Kampagnenmodul uns mit dem BBE verbündet. Wir wollen diesen Preis zusammen aufbauen. Wir haben bereits Unterstützung durch das BBE. Die Kriterien, die Module, das ganze Vorschlagswesen bereiten wir zusammen vor und arbeiten zusammen aus. Und insofern denke ich, ist das ein sehr schönes, nachhaltiges Kampagnenmodul, was dann auch nach 3 Jahren noch in die Öffentlichkeit strahlt. Und deshalb gebe ich jetzt weiter an Professor Olk. Ja, da kann ich ja gut gleich anschließen. Also die Frage ist, warum unterstützt das BBE diese Kampagne? Das BBE selber ist ja schon etwas Ungewöhnliches, ein Zusammenschluss nicht nur der üblichen Verdächtigen, also der verschiedenen Organisationen im gemeinnützigen Sektor, sondern wir haben ja auch die staatlichen Institutionen, zum Beispiel alle Bundesländer, 3 Bundesministerien und die Wirtschaft an Bord. Denn wir haben ja schon gehört von Herrn Sittler, auch Unternehmen können gute Bürger sein und können etwas hier einbringen. Und dieses wollen wir stärken. Das heißt, der Auftrag des Bundesnetzwerks ist es, die Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche Engagement zu verbessern. Und dafür haben wir eben Akteure aus allen 3 großen gesellschaftlichen Bereichen in unseren Reihen versammelt. Wir sind mittlerweile über 200 Mitgliedsorganisationen. Ich will Ihnen gar nicht die Millionen sagen, die dahinter stehen. Das würde Sie langweilen. Das BBE interessiert sich sehr für diese neuen Formate der Anerkennung und der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben auch Erfahrung damit durch unsere eigene Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die wir ja auch schon seit einigen Jahren jährlich durchführen. Wir wissen, dass es sehr notwendig ist, das Thema bürgerschaftliches Engagement in die Öffentlichkeit zu bringen, weil scheinbar nicht viel darüber gesprochen wird, was auch nicht wirklich 100%ig stimmt. Auf der lokalen Ebene ist es durchaus einfach, Projekte in die Öffentlichkeit zu bringen, aber bundesweit und oberhalb der lokalen Ebene, wo das meiste sich abspielt, ist es eben doch schwierig und es gibt eine große Unsicherheit in der Öffentlichkeit, was da eigentlich abläuft und welchen Wert dieses Engagement hat. Und da kommt es uns auch sehr darauf an zu sehen, niemand tut etwas generell und allgemein, um die Gesellschaft zu stärken oder den Zusammenhalt zu festigen. Also wenn Sie sich mal selber überlegen, warum engagiere ich mich irgendwo, keiner geht hin und sagt, ich engagiere mich, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, obwohl das eine der Auswirkungen des Engagements ist, sondern man engagiert sich, weil man ein konkretes Anliegen gefunden hat, das einen berührt, weil man sich durchaus etwas davon verspricht, also jemand, der gibt, der nimmt auch. Aber er nimmt eben auf anderer Ebene, zum Beispiel Anerkennung, auch dass er Selbstwirksamkeit erfährt, also er merkt, dass er gesellschaftlich etwas verändern kann, dass er einen Unterschied macht als Einzelperson. Und das ist ja genau das, was uns heute oft fehlt. Wir sind ein kleines Glied in der Masse und scheinbar guckt keiner hin, was wir tun. Aber im Engagement kann man zeigen, es macht einen Unterschied, dass es mich gibt, weil ich habe hier etwas bewegt, ich habe etwas verändert. Und genau das kann man zeigen in diesem Wettbewerb, in diesem Preis,
Deutschen Engagementpreis, weil hier werden gute Beispiele vorgeführt und werden der Öffentlichkeit auch präsentiert. Und man kann sehen, oh, guck, Engagement hat ein Gesicht und Engagement ist doch noch viel mehr, als ich dachte. Denn es geht um mehr, und das hat Herr Sittler auch schon eben angesprochen, als um die Gutmenschen, die wir alle belächeln ja eigentlich, sondern es geht auch um das Engagement, das vielleicht unbequem ist. Also derjenige, der sich für die Umwelt einsetzt und vielleicht gegen Widerstände kämpfen muss, ist uns genauso lieb wie derjenige oder diejenige, die im Altenheim Besuchsdienst durchführt. Das Engagement ist sehr vielfältig und auch Migranten übrigens engagieren sich viel mehr als Deutsche oft denken. Nur wir schauen oft nicht hin, wir erkennen die Formen nicht, die Formen sind sehr, sehr unterschiedlich und das soll durch diesen Preis nach vorne gebracht werden, in die Öffentlichkeit gebracht werden und damit haben wir ein viel bunteres Bild des Engagements. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank auch hier an alle hier vorne Anwesenden. Ich darf Sie wieder zu Ihren Plätzen bitten.